Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Ja, in 2 Wochen ist es soweit, die Gold-Version vom Landwirtschaftssimulator 15 kommt raus. Mittlerweile gibt es ja doch schon einige Bilder und ich habe auch noch ein bisschen Videomaterial von der Gamescom und das wollte ich euch heute mal zeigen. Da können wir mal ein bisschen zusammenschauen, was dann da so auf uns zukommt. Als erstes, man konnte schon auf der Gamescom ein bisschen erkennen, wenn man ein bisschen aufgepasst hat. Die Map wird Sosnovka heißen, ich hoffe, ich sage das richtig. Ich habe hier auch schon, also wer das Gamescom-Video kennt, da habe ich auch schon einiges von den Unterständen und so weiter gezeigt. Mittlerweile muss ich sagen, die Bilder sehen echt vielversprechend aus. Es wurde auch so ein bisschen was gemacht, was Details angeht von Gebäuden. Man hat das hier bei den Rundballen-Unterständen, also für mich sind das irgendwie Rundballen-Unterstände. Ich mag diese Rundhallen total gerne. Wisst ihr vielleicht noch aus Tour was, da habe ich mir ja auch so eine mal gebaut. Ja, auf jeden Fall haben wir halt ansonsten Zetor-Maschinen dabei, dazu kommen wir aber später. Erstmal wollen wir uns hier ein bisschen den Hof angucken. Was ich halt wirklich interessant finde, man hat sich diese Bilder jetzt 1-2 Monate nach der Gamescom angeguckt und man hat einfach gesehen, ach, da bist du letztens noch rumgelaufen auf der Gamescom. Und das fand ich eigentlich so interessant. Ich glaube, für die Leute, die nicht auf der Gamescom waren, sich da noch nicht so mit auseinandergesetzt hat, ist es trotzdem ganz interessant zu sehen, was ich denn hier so auf der Gamescom gesehen habe. Zum Beispiel hier der Kuhstall, der relativ schön gemacht ist und der auf den Bildern von Giants, die veröffentlicht wurden, jetzt nicht so extrem, ja, genannt wurde. Hier übrigens ein bisschen Kuh-Equipment, Melkroboter, eine Bürste, das ist im Endeffekt das, was auch schon, ja, auf Bjornholm verbaut war. Melkroboter gibt es ja eigentlich schon seit dem Elfer, seitdem es Kühe gibt. Ich finde den Hof, ehrlich gesagt, eigentlich ganz in Ordnung. Im Vergleich zu Bjornholm viele, viele Unterstände. Auf dem Foto hier sieht man sehr, sehr schön ein Feature, ich nenne es mal Feature, was ich sehr feier, Schilf im Wasser. Das ist eigentlich was, was Giants bis jetzt noch nie so gemacht hat. Kennt man eigentlich eher von Modmaps. Klar, hier Gamescom ist eine Preview. Man kann sich noch nicht das ganze Kartengebiet anschauen. Und trotzdem, dieser Fluss mit der Brücke ist auch ein Motiv, was wir immer dann wieder auf den Giants-Bildern wiedersehen. Ich finde es echt interessant, wenn man so sieht, wie sich was zusammensetzt aus verschiedenen Teilen, wie Giants halt auch die Fotos irgendwie präsentiert. Also dieses Schilf, man sieht es hier rechts nochmal, die Wassertextur generell finde ich ziemlich schick, sieht viel realistischer aus. Generell diese Idee mit diesem Bach, mit diesem kleinen Fluss, der durch die Map läuft, finde ich ganz schön. So ein bisschen Tour war es natürlich, aber ja, auch nur ein ganz klein bisschen. Da vorne wird man gleich eine Holzbrücke sehen. Das ist dieselbe Holzbrücke, wovon wir auch später noch Bilder sehen werden. Mit Ponsemaschinen, was Giants dann auch noch auf ihrer Facebook-Seite hochgeladen hat und so. Also ich finde es interessant, wie sich das Puzzle so langsam zusammensetzt, wenn man sich die ganzen Geräte so anschaut. Generell ist es ehrlich gesagt eine Map, auf die ich mal so ein bisschen hoffe. Nach der Bjornholm, okay, landschaftlich ganz in Ordnung, der Hof eine reine Katastrophe. Der Hof hier sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechender aus. Die Landschaft hier sieht auch so aus, als könnte das mal was werden. Hier haben wir übrigens besagte Brücke, wo dann später noch ein Buffalo drüber fährt bei einigen Bildern. Da hinten eine Verkaufsstelle anscheinend noch. Aber das ist alles halt noch Preview und an der Map wurde auch ganz deutlich noch gebaut. Hier das Bild, wie dann da mittlerweile ein Fahrzeug über die Brücke fährt, wenn man ganz genau hinguckt. Ich glaube, die Verkaufsstelle im Hintergrund ist mittlerweile weg auf dem Bild. Generell dieser Fluss, also gerade auf dem Wassertext, also gerade auf den Bildern von Giants, sieht die Textur vom Wasser nochmal viel schöner aus. Vielleicht wurde hier auch nochmal ein bisschen am Kontrast rumgespielt und so weiter. Ja, auf jeden Fall, das ist einfach was, was ich ziemlich geil finde. Auch wenn man auf den Himmel achtet, auf den Bildern kommt das nochmal viel besser raus als in den Videos, wie toll der eigentlich aussieht. Und ich glaube wirklich, dass da ein bisschen was gemacht wurde. Eine neue Himmelstextur, neue Wassertexturen, also grafisch ein bisschen was aufgefrischt, was eigentlich ganz nett sein könnte in Verbindung mit einer Map, auf die ich ausnahmsweise mal wieder hoffe als Standard-Map. Im Nachhinein habe ich ja in letzter Zeit häufiger gesagt, fand ich ja die Hagenstedt echt noch mit die beste Standard-Map, weil die relativ dicht bebaut war, abwechslungsreiche Feldergrößen hatte, einen vernünftigen Hof mit Unterständen. Das sind eigentlich alles Dinge, die man auf dieser Map eventuell wieder haben könnte, wenn ich mir das Ganze so anschaue. Aber ansonsten hier übrigens wunderschön gerade der Himmel über den Unterstand. Der Unterstand ist auch sowas, wenn ich mich nicht täusche, hat man das schon gesehen. Der wird auch ein bisschen vermutet, ist das vielleicht was vom Sägewerk oder dieser Kran? Ich vermute mal nicht, dass man dieses Gestell, diesen, ich glaube Portalkran heißen die Dinger, die dann immer rechts und links auf so Schienen stehen, dass man die benutzen kann. Da würde ich mir die Hoffnung nicht machen, aber
allein so dekorativ könnte es ja sein, dass da drin irgendwie ein Abladepunkt für Paletten, Ballen oder vielleicht Holz oder sowas ist, weil ein Sägewerk hat man auf der Gamescom und auch auf den Bildern jeweils nicht sehen können. Hier nochmal die Brücke von unten. Ich weiß nicht, also die Brücke ist auch sowas, das feiere ich. Das erinnert mich ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen an die Alice Achter Map, wo dieses Schild stand. Hier geht es 2009 weiter. Auch eines der schönsten Bilder hier. Diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Bäckerei, wegen dem Brotbild da drauf. Ist auf jeden Fall was, was ich sehr, sehr geil finde. Also diese, ja, wie soll man das sagen, dieses, ja, Gemälde ist es ja nicht, Graffiti ist es eigentlich auch nicht. Sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Auch die Textur von den Steinen, dass das ein unebener Untergrund ist, das kommt irgendwie sehr gut dabei raus. Im Vordergrund übrigens zwei C-Tor-Maschinen, einen C-Tor-Oldtimer, Crystal heißt der, glaube ich, und dann den C-Tor als kleinen oder mittelgroßen. Na, eigentlich ist es so der größte Schlepper mit 150 PS, der Forterra C-Tor, der hier steht. Also auf dieses Gebäude alleine freue ich mich im Moment ehrlich gesagt schon. Ja, ansonsten, wenn wir mal weiterschauen, kommen wir mal ein bisschen zu den Fahrzeugen, würde ich sagen. Bei diesem Bild, was man da sehen kann mit C-Tor und dahinter die Sämaschine, das ist eine, wenn ich mich nicht täusche, Optima von Querneland, Optima 5. Dazu übrigens hier nochmal den HD 150 von C-Tor. Konnte man sich ja auf der Gamescom auch schon angucken. Sieht auch soweit ganz schick aus. Das hier ist kein Grubber, der beim DLC dabei ist. Das ist halt eine Maschine, die es schon so gab. Im Hintergrund schon mal der Drescher. Den schauen wir uns gleich auch noch an. Außerdem bekommt ihr halt dabei noch einen Kipper. Das ist von einer von Farmtech. Der TDK 1600, wenn ich mich nicht täusche. 1600 bedeutet 16 Tonnen, soweit ich das mal herausgefunden habe. Und das bedeutet, dass wir ungefähr 20 Kubikmeter da reinladen können. Ja, hier nochmal ein Bild der kleinen C-Tor in Verbindung mit dem Oldtimer. Hier, das Bild ist ganz interessant mit den Dreschern. Im Hintergrund sieht man nämlich noch eine Presse mit einem kleinen Oldtimer davor. Das ist ein bisschen unrealistisch. Aber, naja, wie man meint. Von den Dreschern habe ich natürlich auch noch ein bisschen Material von der Gamescom. Der gefällt mir ziemlich gut. Der ergänzt nämlich schön eine Lücke, die das, die im Endeffekt das Spiel bis jetzt offen gelassen hat, dass man in der mittelgroßen bis, ja, doch mittelgroßen Klasse, kann man eigentlich sagen, weil wir haben, dabei sind insgesamt zwei Drescher, einmal der Akros 595 Plus von Rosselmasch, das ist einer, der kann, da kann man 5 oder 7 Meter Schneidewerk dranhängen, oder man holt sich halt den Torum, in dem wir hier gerade sitzen, da kann man auch durchaus 7 bis 9 Meter Schneidewerke dranhängen. Gleichzeitig bekommen wir auch noch einen Häcksler dabei, den konnte man sich auf der Gamescom leider noch nicht angucken. Hier übrigens im Hintergrund nochmal schön der Hof zu sehen. Ja, das ist, man merkt, mittlerweile freue ich mich ein bisschen drauf. Nach der Gamescom direkt war meine Motivation aufs Add-on nicht so groß. Da war eher mein Resümee-Add-on ein bisschen enttäuschend und Lenkrad ein bisschen das Highlight von Giants. Im Endeffekt gab es ja auch nichts Großes außer die beiden. Okay, das mobile Spiel ist für mich immer sowas, das interessiert mich persönlich eher sehr wenig. Und deshalb kann man da ruhig, glaube ich, von meiner Seite aus, also ich sehe das nicht so richtig als was Großes an. Auch wenn es sicher auch viel Arbeit macht, so eine App zu programmieren, aber ist nicht so meins. Ja, Bilder vom Forst gab es ja auch. Im Hintergrund sehen wir dann den Tatra. Das Ganze ist ein 6x6 LKW mit Agrarbereifung im Vergleich zu dem MAN, den wir im Spiel haben. Der MAN ist ja nur ein Zweiachser, also hinten eine Achse, halt eher sowas kleineres europäisches. Der Tatra ist jetzt so ein richtiges Geländetier, sag ich mal. Hat auch eine mitlenkende Hinterachse und ich finde vom Modell her echt schön und in Bildern auch schon in verschiedenen Farben zu sehen. Also so wie der MAN vermutlich, so dass man den umlackieren kann. Ja, ich glaube, da werden sich einige drüber freuen können. Generell ist es ja so, dass wir, ja, Sosnovka sagt es ja eigentlich schon, das Ganze ist ja irgendwo ein, ja, wie die Osterweiterung im Eurotruck Simulator. Es geht Richtung Osteuropa vom ganzen Stil her, Rostelmesh, C-Tor, Farmtech, das sind ja alles Querneland, alles so Richtung Tschechien, Polen und so weiter, dass man da einfach mal in die Richtung weitergeht. Man merkt das ja auch auf den ganzen Mod-Seiten, dass viele Leute aus Polen kommen und so weiter. Also die Community in Polen ist auf jeden Fall auch richtig riesig. Und zuletzt wollte ich dann nochmal hier eine kleine Übersicht. Ihr bekommt vier Schlepper. Einmal diesen Oldtimer C-Tor, den Crystal,
dann den Major 80 von CETUA, sprich ein 80 PS, so ein ganz kleiner, den kann man vergleichen mit den T4 75, müsste das sein, von New Holland, den es in Standardspiel gibt. Dann gibt es den Proxima Power 120 mit Frontlader, das bedeutet im Endeffekt auch nur 120 PS um den Dreh. Ja, im Endeffekt unter T6. Ja, was kann man da am besten aus dem Standardspiel mit vergleichen? Eigentlich so Richtung Agro-Star, aber halt in neuer und etwas weniger Leistung, sage ich mal. Vorterra 150 HD, den wir uns heute auch schon intensiv angeschaut haben. Das Ganze ist dann halt im Endeffekt einfach ein 150 PS Schlepper. Ich muss sagen, von dem Modell her, ja, also es ist jetzt nicht so einer, dass man sagt, boah krass, das Ding ist besser als alles, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe. Es ist ein guter Schlepper vom Modell her. Man konnte das, glaube ich, auch gerade ganz gut für sich selber bewerten. Ja, ich habe gerade schon gesagt, der Akros und der Torum als Mähdrescher, als Erntemaschine. Gleichzeitig kommt noch ein Häcksler, den wir noch nicht gesehen haben. Das ist der RSM 1403 von Rostelmesh. Ich hoffe, ich sage das richtig. Das ist bei diesen Marken, die man nicht so gewohnt ist zu sehen, immer so ein bisschen tricky. Ja, ansonsten, dazu gibt es dann natürlich auch ein Pickup und Direktschneidewerk, Maispflücker ist übrigens ein Thema, beziehungsweise Maishäckselvorsatz für den Häcksler. Das ganze Ding hat nämlich 6 Meter, was eine schöne Lücke ergänzt. Wir haben im Endeffekt durch den New Holland, der müsste etwas größer sein und bei 7,5 Meter, glaube ich, liegen. Dann haben wir den Big X drin mit 10,5 Meter. Und mit 6 Meter hat man jetzt dann halt auch quasi den kleineren Einstieg in diese Klasse der Häcksler, was ich ganz schön finde. Ja, Tatra waren wir eh schon. Farmtech-Anhänger wird eine geile Sache, glaube ich. Ich mag diese Anhänger total. Kleine Kipper, so bis 20 Tonnen, damit kann man was wegschaffen. Aber das sind noch nicht so riesige Teile. Ganz gut zu verstauen. Meiner Meinung nach, auch wenn man sich das Bild anguckt, ein sehr, sehr geiles Modell, das sehr, sehr ordentlich aussieht. Querneland haben wir dann auch noch ganz stark vertreten im Bereich der Anbaugeräte. Mit einem Düngerstreuer, einem Pflug und zwei Sämaschinen. Einmal halt die Optima, die wir vorhin schon gesehen haben. Und einmal die DL, das ist eine Maisdrille bzw. Rübendrille. Und damit sind wir dann eigentlich ganz gut ausgestattet. Düngerstreuer ist halt ein relativ kleiner mit 700 Kilo Fassungsvermögen. Ein kleiner Grubber ist ja auch dabei mit dem Qualdisk. Das ist ein 3 Meter Grubber. Ja. An sich eigentlich eine ganz runde Sache. Als kleines Extra gibt es von Giants dann auch noch ein E-Book. Und das ganze E-Book ist Modding für Dummies. Ich bin sehr gespannt, ob das dasselbe ist, was bei der Collector's Edition dabei war, oder ob das quasi was Neues ist, was überarbeitet worden ist. Ich glaube, es ist dasselbe, weil soweit ich weiß, haben sie es vom 13er zum 15er schon mal überarbeitet. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt mittlerweile schon wieder eine neue Auflage haben. Ja. Ansonsten gibt es einen Bonusinhalt, nämlich den Rostelmesh Niva als Bonusinhalt für die Leute, die das vorbestellt haben und bei Giants vorbestellt haben. Die können sich das runterladen, beziehungsweise ich glaube auch bei Amazon, also generell eigentlich für die Vorbesteller, habt ihr dann so einen Code, da könnt ihr dann euch dieses Ding quasi wie einen Mod runterladen über die eShop-Seite von Giants und ja, ich denke, das war's eigentlich. Schreibt mal eure Meinung zu dem DLC oder dem Add-on halt in die Kommentare. Ich muss sagen, mittlerweile freue ich mich darauf. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Auf den Bildern sah man ja auch schon, also gerade dieser Fluss, den finde ich irgendwie faszinierend mit dem Betonabgrenzung, dieser kleine Weiher, die Brücken und sowas, was da alles schon drauf war. Da kann wirklich, glaube ich, was Schönes auf uns zukommen und ich habe auch fest vor, diese Modmap oder diese Map mal wieder zu spielen, diese DLC-Welt und man muss ja sagen, Björnholm habe ich ja fast gar nicht gespielt, nur ja 100 Folgen im YouTuber-Projekt und sonst gar nicht eigentlich. Ja, fast gar nicht. Ich habe ganz am Anfang ein bisschen mit Dennis da drauf gedaddelt, aber so richtig eine Map, die ich wirklich viel gespielt habe, war das nicht im Vergleich zu Hagenstedt oder anderen Standard-Maps. Eigentlich eine, die ja bei mir ein bisschen durchgefallen ist, die Björnholm, einfach wegen dem Hof. Und ich glaube, die Sosnovka-Karte hat viel Potenzial, das gut zu machen. Die Landschaft gefällt mir persönlich und der Hof auch mittlerweile. Habe ich mich so ein bisschen an den Gedanken gewöhnt von dem Hof und das finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Außerdem mag ich halt einfach diese die Unterstellen mit rundem Dach. Ja, ich würde sagen, das war's dann aber auch wirklich. Fahrzeugmäßig finde ich das Ganze so ein bisschen magerer, sage ich mal. Finde ich echt nicht so berauschend eigentlich.
Bei den Erntern geht es. Zetor ist so eine Schleppermarke, da bin ich nicht so begeistert von. Da hätte ich mir irgendwie noch mehr oder was anderes gewünscht. Aber die anderen Geräte gehen für mich alle klar. Trotzdem immer noch für mich dieses Jahr das Highlight von Giants, das Lenkrad. Kommt dann ja auch in circa 2 Wochen, da werde ich dann ja auch intensiv Videos zu machen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Ich bin raus, Leute. Ciao.